Mit dieser Kennmelodie im Intro startete 1996 erstmals im Kabelfernsehen das einstündige Wochenmagazin. Besondere Ereignisse aus Sport, Politik, Kultur und Wirtschaft wurden in Bild und Ton präsentiert. 25 Jahre Memmer TV, eine Erfolgsgeschichte, wie sie bunter nicht sein könnte. 1996 wurde es möglich, in den verschiedenen Kabelnetzen im Infokanal auch laufende Bilder einspielen zu dürfen. Der Startschuss für das regionale Fernsehen. Aus dem Firmennamen Medien und Marketing GmbH wurde Memmer TV. Begonnen im Studio Neuberg an der Mürz, Studio Kapfenberg und letztendlich in Bruck an der Mur. Geschäftsführer Bruno Rabl feierte 2022 seinen 70er und das ist auch der Grund, den operativen Teil der Geschäftsführung Memmer TV abzugeben, und zwar an Wolfgang Koenig, Mediacon, mit Sitz in Kapfenberg. Er ist jetzt Inhaber von Memmer TV mit allen Rechten. Er ist bekannt als Veranstaltungsprofi und hat jede Menge Medienerfahrung. Dass Memmer TV auch im Internet weltweit zu sehen ist, beweist, dass bereits an die 6000 Beiträge auf YouTube eingespielt wurden. Die Zusammenarbeit mit Leuten, die Fernseherfahrung aufweisen können oder es in Zukunft gerne tun möchten, sichern auch weiterhin die Berichterstattung regional und darüber hinaus auf Memmer TV. Dass Memmer TV auch als Werbeträger ein wichtiger Partner sein kann, wurde bereits vielfach bewiesen. Unser Team in der Werbeabteilung ist in Werbefragen Ihr kompetenter Ansprechpartner. Memmer TV und Sie sind mittendrin und mit dabei, wenn was los ist. Ist ja gut so, oder? Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Die Theatergruppe Kulturinitiative bei Schluck spielt für Sie einen Schwank von Erich Koch in der Festhalle bei Schluck. Wir kündigen jetzt wieder nach einigen Jahren Corona-Pause das Theater in bei Schluck an. Wird stattfinden von 11. bis 13. November. Ja, und wir freuen uns auf zahlreichen Besuch, weil es wieder einem karikativen Zweck zugute kommt. Karten 10 Euro sind in der Reiker Leobenbruck beim Gasthaus Wurmerl und bei den Mitwirkenden zu bekommen. Keine Platzreservierung möglich. Weitere Infos beim Veranstalter unter 0664 42 23 602. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt. Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin, mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin, starte dein eigenes funkelndes Business, wir unterstützen dich. Komm in unser Team, wir bieten viele Benefits. Wir suchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Bereiche Piste, Seilbahn, Infrastruktur, Kassa, Restaurant und Reinigung. Weitere Infos und Bewerbung auf www.stuleck.at. Nah genug für jeden Arbeitstag. We'll be right back.
Circa 5 Gehminuten sind es von der Burg Oberkapfenberg zur Loreto-Kapelle. Sie steht am höchsten Punkt des Burgberges. Neu ist, dass die Berg- und Naturwacht Kapfenberg hier einen neuen Stützpunkt gefunden hat. Circa 2500 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden waren dafür notwendig. Wenn man den Hintergrund sieht, wird auch noch fleißig gearbeitet. Im Hintergrund wird gerade die Donatuskapelle restauriert. Also ein wunderschönes Kleinod neben der Loreto-Kapelle. Und wir selbst haben ja auch diesen Stützpunkt mit über 2500 ehrenamtlichen Stunden hergerichtet, gepflegt. Über ein Jahr lang haben wir daran gearbeitet. Also es wird so ein richtig schönes Schmuckkastel da herum. Und wir haben auch viele ehrenamtliche Helfer, die nicht bei der Bergwacht dabei sind. Da möchte ich jetzt schon Danke sagen, viele Firmen, die uns unterstützt haben. Und auch, muss ich sagen, der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Kapfenberg. Danke für das Ganze, was wir da an Unterstützung auch bekommen haben. Die Berg- und Naturwacht schützt und pflegt die Umwelt. Wir sind verantwortlich für 3 Naturschutzgebiete, wo die Ortsstelle Kapfenberg dafür zuständig ist. Wir klären die Bevölkerung auf und das größte Problem, was wir zurzeit haben, ist eigentlich schon der Müll. Es schaut so aus, dass wir im Moment 205 Bergwächter im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag sind und alleine in der Ortseinsatzstelle Kapfenberg haben wir 22 Mitglieder. Ja, und im Zuge der Eröffnung von diesem neuen Stützpunkt auf der Burg Oberkapfenberg am Loreto findet am 26. Oktober, heuer schon zum dritten Mal, unser Fitmarsch statt. Der ist sehr, sehr beliebt. Er startet heuer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kapfenberg-Dimlach. Da ist Abmarsch um 9 Uhr. Treffpunkt, Eintreffen der Leute können schon ab 8 Uhr dort sein. Um 9 Uhr wird losmarschiert, geht dann zum Jagerbauer Eck hinauf. Dort macht der Jagerbauer eine sehr gute Lavestation. Da gibt es gut Essen, gut Trinken. Und dann ist Ziel hier der neue Stützpunkt am Loreto, wo auch um 13 Uhr dann die Öffnung stattfindet. Da gibt es dann eine tolle Kulinarik. Es wird gegrillt, es gibt Kastanien, Bauernkropfen, gute Getränke und eine schöne Verlosung. Alle, die daran teilnehmen. Der Fitmarsch am Nationalfeiertag zur Loreto-Kapelle und neuen Stützpunkt der Berg- und Naturwacht Kapfenberg soll auch dazu beitragen, die Naturverbundenheit zu fördern.